Wozu brauchen Grundschulkinder eigentlich Taschengeld? Denn die müssen doch gar nichts kaufen, das kaufen doch alles die Eltern. Dem würde ich vehement widersprechen. Ich habe 2 Grundschulkinder zu Hause und die haben durchaus Wünsche, die ich nicht immer erfülle. Denn auch wenn ich so ein Papa bin, der kein Problem hat mit zwischendurch mal was kaufen, ich kaufe nicht jede Woche irgendwas. Und Wünsche gibt's immer mehr als das, was man bekommt, oder? Und das ist einfach auch der Grund, warum meine beiden Taschengeld bekommen. Um sich eben die Wünsche, die sie auch so mal außer der Reihe haben, selber zu erfüllen. Und ich finde, man kann nicht früh genug damit anfangen zu lernen, mit Geld umzugehen. Denn wenn das Taschengeld alle ist, ist es alle. Dann muss man eine Woche warten, bis es die nächsten 5 Euro gibt. Und wenn man was Großes haben will, was vielleicht teurer ist, dann muss man länger dafür sparen. Denn auch wenn es 20 Euro Taschengeld insgesamt pro Monat gibt, wenn es 50, 60, 70, 80 Euro kostet, dann dauert das eben eine Weile. Ja, ich steuere auch mal was Kleines bei, aber ich finde das super wichtig für die zu lernen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ab welchem Alter ihr wie viel Taschengeld bekommen habt. Und ob ihr denkt, ob Grundschulkinder auch welches bekommen sollten. Das nächste, was vom Taschengeld übrigens gekauft wird, ist die neue 3-Fragezeichen-Zeitung. Da ist nämlich was voll Cooles drin und 3 Fragezeichen ist doch sowieso immer toll.